Hey, Sotte Leon hier. Kurz vor Ende des Jahres gibt's nochmal einen frischen Raid von der Reserve Military Base. Und ja, wie der Titel schon sagt, ich habe die M1A wiederentdeckt. Die M1A hat sich lange nicht gelohnt zu spielen, denn als semi-automatische Waffe mit der M80 oder M61 Munition trifft sie zwar sehr hart, wenn man trifft, aber Rückstoß und Ergonomie waren bei dieser Waffe doch weit hinter den anderen Waffen hinterher, gerade hinter der Fell. Und deswegen gab es eigentlich keinen Grund, sie anzurühren. Aber das hat sich geändert vor einiger Zeit. Ich denke, vor ca. 14 Tagen hat die M1A einen kleinen Buff erhalten, der dazu führt, dass sie gerade hier mit dem SASS-Stock, den ich hier dran habe an der Waffe, mittlerweile fast keinen Rückstoß mehr hat. Sie hat effektiv einen Wert von, ich glaube, 45, 46, was ich hier jetzt habe. Und spielt sich damit absolut fantastisch. Sie ist immer noch kein Ergonomiewunder, aber sie ist definitiv jetzt eine Alternative zur SA-58, die ich ja schon seit langer Zeit in mein Herz geschlossen habe. Und ja, vor ein paar Tagen habe ich diese Waffe in einem Fight erobert und bin jetzt hier auch mit ihr auf die Militärbasis gegangen, um ja, sie auszuprobieren, wie sie es damit spielt, und war wirklich positiv überrascht. Die Militärbasis ist ihrerseits eine Karte, die drauf und dran ist, bei mir Shoreline als meine bevorzugte PvP-Map abzulösen, einfach weil diese Karte so viele verschiedene Möglichkeiten bereithält, mit Gegnern zu spielen und Gegner zu umlaufen. Zu jeder Zeit im Raid noch Fights zu haben. Dazu kommt Scavboss und Raider, die zwar hier in die letzten beiden Scavboss und Raider hier in diesem Raid keine Rolle spielen, aber doch für ordentlich Abwechslung auf dieser Map sorgen. So, und damit lasse ich euch aber jetzt hier mit dem Raid allein und wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns die nächsten Tage noch im Stream. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich ab dem 30.12. bis zum 5.1. bei den Twitch-Drops dabei sein kann. Drückt mir die Daumen. Bis dahin bin ich natürlich abends weiter in den Streams zu sehen. Von daher kommt vorbei, habt ein bisschen Spaß und ja, ansonsten bis demnächst. Macht's gut.
Hier hinten ist noch jemand. Ich muss den Spieler suchen. Ich nehme an, dass es ein Spieler ist, der hier gegenüber ist. Da haben wir ihn. Trotz der scheiß Granate. So, gehen wir mal gucken, ob er alleine war.
Was für ein Lag. Ich hätte schon gedacht, ich habe mich verraten durch den... Durch meinen Laser. Was sollen die mal hier machen? Special H Hero und General Ali. Ich danke euch für eure Follows. Oh! Jetzt raus. Irgendjemand schießt da oben. Oder besser gesagt da hinten. Da ist aber mein Exit, zu dem ich will. Ich glaube, die Schüsse kommen von da. Da. Da hinten war er gerade.
Es tut. Ich hab ihn. Ist nur die Frage, wer hier noch alles ist. Aber die müssen sich alle in den nächsten 10 Minuten einen Exit suchen. Ich hab einen. Aber Kill ist Kill. Den sollte man untersuchen. Das Zeug brauche ich alles nie. Okay. Gehen wir raus. Dafür braucht er das Paracord und die Axt, um diesen Exit hier nutzen zu können.